willkommen zum Home Dojo der JTU. Mein Name ist Dennis und heute schauen wir uns an die Kombination Giranbarei Age Uke mit praktischen Anwendungen für die Selbstverteidigung. Damit ihr erkennt, wo rechts und links ist, habe ich am rechten Handgelenk eine rote Schärpe. So, bevor wir den Angriff einmal zeigen, hier, da wo der Schlappen ist, da wird unser Gegner stehen. Der Stock symbolisiert, in welche Richtung der Angriff kommt. So, wir stehen in der normalen Kampfstellung, Senku Sudachi. Angriff kommt, wir gehen rein, Giranbarei. Von hier aus, ein Schritt vor, Age Uke, aggressiv ausgeführt. Noch einmal, Angriff kommt, Giranbarei. Aggressiv vor Age-Uke. Wichtig dabei, hier, dass das Arm, den wir vorher vorne hatten, der wird zurückgezogen mit dem Ikite. Andere Seite funktioniert genauso. Rechts vor Giranbarei, links vor Age-Uke. Noch einmal, rechts vor Giranbarei, links vor Age-Uke. So. Jetzt zeigen wir euch einmal, wie das Ganze mit dem Partner aussieht und welche Anwendung das hat. Erste Möglichkeit, Angriff, Tritt zum Bauch. Angriff kommt, wir blocken links Age Uke, greifen einmal mit dem Arm um das Bein herum. Jetzt rechte Seite, Age Uke und wir gehen rechts nach vorne, der Partner fällt. Andere Seite genau das gleiche. Blocken links in der Barei, umfassen. Rechte Seite geht vor, Age Uke und der Partner wird fallen. Der Position das gleiche. Blocken, vorgehen und offensiver Age Uke, um den Partner zu Fall zu bringen. Zweite Möglichkeit. Wir werden angegriffen mit einem Takedown. Bei einem Takedown sieht das wie folgt aus. Draußen, wir möchten hier unterhalb den Schwerpunkt des Partners gehen und würden jetzt die Beine wegziehen. Das heißt, wir können jetzt nicht nach vorne gehen, sondern wenn der Angriff kommt, wir gehen nach hinten. Von hier aus, um den Arm greifen, der rechte Arm geht hier wieder unter den Kopf des Partners, Schritt nach vorne und der Partner fällt. Andere Seite, Angriff kommt, Blocken nach hinten, umfassen und Age Uke nach vorne. Diagonal, Blocken nach hinten rausgehen, um hier Platz zu machen. Umfassen, Arm blockieren, rechte Seite unter den Kopf und wir machen den Schritt nach vorne. So, nachdem ihr die praktische Anwendung gesehen habt, gehen wir das jetzt einmal ganz langsam Schritt für Schritt durch. Zunächst der Giranbarei. Wir stehen, Beine schulterbreit, leicht in den Knien, Knie zeigen nach außen. Der linke Arm ist vor dem Gürtel, auf Gürtelhöhe. Rechte Hand geht zum linken Ohr, ist offen. Streicht hier mit dem Arm, geht nach vorne und beim nach vorne gehen, schließen wir die Hand zur Faust. Währenddessen zieht sich die linke Hand zurück und geht an die Hüfte. Rechte Hand ist vorne, linke Hand ans rechte Ohr, schieben den Arm, linken Arm über den rechten Arm, werden dabei zur Faust und die rechte Hand zieht zurück. Ja, von der Seite. Rechte Hand, ganz linke Ohr, ist offen, schiebt rüber und blockt. Linke Hand ans rechte Ohr, Hände sind offen, linke Hand schiebt rüber, rechte Hand zieht zurück, wir blocken. Andere Seite, rechte Hand oben, block. Linke Hand oben, schiebt rüber, block. So, zweiter Block. Age Uke. Stehen wieder mit beiden Schulterbreit. Linke Faust ist hoch.
Hände öffnen sich, voreinander vorbei und wir stellen uns vor, wir haben hier eine Achse, die zwischen Mittelfinger und Schultergelenk gespannt ist. Und über diese Achse drehen wir den Arm ein, sodass wir hier so ein leichtes Spitzdach haben und gerade noch unter den Arm durchgucken. Ne? Wir möchten nicht den Arm hier haben, dann würden wir nichts sehen. Und den Arm ganz weit oben, bringt auch nichts, da sind wir nicht geschützt. Also, einmal hier. Hände öffnen sich, gehen vor dem Körper vorbei und die Hand dreht sich an. Seite. Andere Seite. Okay. So. Dann einmal mit Schritten das Ganze. Jeder bereit? Nach vorne. Arme ebenfalls nach vorne. Dazu links vor. Center to Dutch, geh dann bereit. Noch ein Center to Dutch nach vorne, Ago. Noch einmal. Links vor, rechts hinterher. Links vor, geh dann bereit. Rechts vor, Ago. Das Ganze können wir auch mit der anderen Seite machen. Rechts vor, links, Ago. Rechts vor, geh dann bereit. Links Arm. Eins, zwei. So, wer möchte, kann das auch in eine andere Richtung trainieren. Du müsst das nicht nach vorne trainieren, sondern das Ganze geht auch zurück zum Beispiel. Rechter Fuß zuerst zurück, links Block wieder bereit, rechts vor Arm. Links genauso. Rechts geht der linke Fuß geht zurück. Blocken rechts, geh dann rein, links vor Arm. Das Ganze geht auch nach links. Wir sehen, von links kommt Angreifer. Rechter Fuß geht zuerst zurück, links block wieder mal rein, rechts vor Arm. Nach vorne geht es genauso. Wir sehen, da kommt jemand. Linkes Fuß vorsetzen, rechter hinterher, geblockt. Andere Seite genauso. Erst zurück, dann vor oder vor und vor. Das Ganze kann man auch so ein bisschen spielerisch machen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Kann man sich so ein bisschen bewegen. Und damit